ganze Zeit immer. Und bei dem fällt ab und zu dieses komische Dode Pferd raus. Das wo, da gibt's doch in dem Zirkuslevel ist doch so ein Pferd. Und ja, da fällt ab und zu der Pferdekopf raus. Und dann zuckt er und dann wird er wieder reingezogen ins Dunkle. Das gefällt mir. Ja, weißt du, was noch lustig, weißt du, was lustig an der Geschichte ist, dass, ja, ja, Hauptsache im Spielen verstecken, blöde Pots, das geht jetzt weg. Das Geilste ist doch, wie wir alle mal noch irgendwie drüber gewitzelt haben, dass es Spieler geben können, dass sich als Spielen verkleidet, weißt du? Und dass er die Leute reinzieht. Und hier, also so das typische Monster im Schrank und dann kommt's einfach. Das war geil, oder? Naja. Da kann man bestimmt noch mehr machen. Zum Beispiel, was man bestimmt cool machen kann, war so ein Frankenstein-Scheißdreck. Ja. Oder so ein Werwolf. Er müsste sich halt natürlich vom Ding. Er müsste halt natürlich deutlich anders sein als für den Demogorgon. Weil so eine Anspringfähigkeit oder der schon. Weißt du, was ich uns. Also, das habe ich ja gestern schon erzählt, dass jetzt die 80er Lieder in alle modern werden. Hey, ja, hey, wenn 80er eh modern sind, dann sind es Alien, ein Predator und ein Terminator einbauen. Naja, das sind die Glühbärschis. Die gab's doch mal irgendwie, war doch immer nur dann so in den 80er, 90er, diese Glühbärschis. Die sind aber, glaube ich, nicht so gruselig. Ja, so, sie sind total verstört. Also, ich muss echt sagen, da wäre ich mit an Bord, das würde ich cool finden. Wenn's, vor allem der Terminator wäre cool. Das könnte dann so ein Arnold Schwarzenegger mit einem halb zerrissenen Gesicht sein und da ist dann das Metallface drunter. Aber im Prinzip, das ist halt das Problem, im Prinzip ist der Nemesis mehr oder weniger ja sowas. So eine Jagd-Dich-Tötungsmaschine. Was kann man von so Spiele nur hernehmen? Oh! Hallo, hörst du mich? Hallo? 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 Ich höre dich nicht. Hörst du mich gerade? Was du irgendwas sagst, ich höre dich nicht. Wie schaut's jetzt aus? Ja, ist besser. Was war los? Okay, da war wieder irgendwas Scheiße. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Was war denn das letzte, was du gehört hast? Nix. Ah, okay. Ja, ich hab gemeint, ein Terminator wäre zwar eine coole Idee. Ja, ja, nee, das hab ich noch gehört. Aber. Im Moment, der wäre zwar eine coole Idee, nee, das hab ich noch gehört. Aber im Prinzip ist der Nemesis ja eigentlich so eine Art Tötungsmaschine. Die wurde ja. Menschen jagt, also. Ja, ist ja der Demi. Ja. Und dann habe ich so gesagt, man müsste mal überlegen, was man boah, so. Boah, da spielt Broforce. Aber noch was sagen. Der spielt einfach Broforce und sagt nichts. Ja, ich tue es dauernd. Bauer, ey. Bestimmt mit seinem Cinder. Das ist ein Double Bro 7. Das ist so ein geiles Spiel. Auf jeden Fall. Okay, ich bin an einem Generator. Vor allem, das siehst du mal, es gibt auch wirklich. Mach mal. Wenn die Spielidee geil ist, braucht es eine besondere. Scheiße. Weil wir es gerade hatten, das ist ein Dredge. Der jagt mich. Ah, voll eingelaufen, Mist. Achtung, der kommt da hoch.
wäre es nicht schlecht im Mindgames. Achtung, der hat dieses Perk, wenn man schnell über Dinger drüber rutscht, dass die kaputt gehen. Mich kriegt aber nicht zu Leuchtung. Mir ist gerade eingefallen, wie leichtsinnig das war, was ich gerade gemacht habe. Wir machen hier die scheiß Spitze zu. Ah, so geht das. Diesen Nachtmodus, der ist super. Also so gut finde ich den Crutch jetzt nicht gerade. Spiel mal gruselig. Du hast dich der Weg gleich an den Sprit kommen? Könnte man ein bisschen Hilfe gebrauchen? Wo bist du? Ich bin im Hauptgebäude. Versuch jetzt zu kommen. Nein, ich kann ihn über fast Kreislauf zu machen. Danke, ey! Bis mal! Ja, danke, und jetzt gebier ich wieder, ey. Ja, super, ey, weißt du was? Leck mich am Arsch! Was habt ihr dich jetzt gemacht? Was habt ihr nicht jetzt gemacht?